des Schwermetalls. Ich melde mich heute wieder von World of Tanks. Und zwar gab es ein neues Update, und zwar endlich das große 1.0 Update mit Grafiküberarbeitung und auch einigen Spielleistungen. Ich habe jetzt gerade mal die Objekt 907 ausgewählt. Wir wollen ein paar Runden drehen, euch mal die Maps zeigen, was ich da wirklich alles Schönes, Neues, was sie so eingebaut haben, wie die Karten jetzt aussehen. Zusätzlich hat man jetzt hier, wie man ja gerade sieht, in der Garage, dass sich der Panzer bzw. die Garage nach 30, das kann man selber einstellen, kann man auch ausstellen, aber ich fand es ganz gut, nach 30 Sekunden schwenkt die Garage ein bisschen rum, zeigt so ein bisschen den Panzer von allen Seiten, beziehungsweise auch Wald und Wiese in der Umgebung. Die Garage umgebaut, klar, das ist jetzt, ich denke mal, das ist aber nur eventmäßig, also das wird dann wahrscheinlich wieder weggehen, aber so an sich sieht die Garage schon mal sehr geil aus. Und ich würde mich auch freuen, wenn Wargaming daran mal denkt, dass man eventuell sich mehrere Garagen aussuchen könnte. Das wäre ja wirklich super. Also die Premium-Nutzer, die mit Premium-Account könnten das eigentlich machen, das wäre ganz cool. Und so sieht man auch, man hat auch hier animierte Menschen im Hintergrund und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal rein und schauen uns das Ganze mal an. Mal sehen, welche Map wir kriegen. Ich hatte am Anfang schon ein bisschen Angst, grafikmäßig, auch wegen meiner Grafikkarte. Es ist nicht mehr die allerneueste. Und daher hatte ich schon ein bisschen Angst, ob das mein Rechner so mitmacht, was WoT da so auf den Markt bringt. Vor allem durch den Test am Anfang. Die hatten ja so ein Testprogramm rausgeschmissen, Wargaming, was man sich runterladen konnte und konnte dann testen, seine FPS-Zahlen, wie es droppt und so weiter und so fort, auch in welchen Einstellungen. Und oh, ich bin Redshire, okay. Die Musik ist auch überarbeitet worden. Hört man gleich sofort. Ist noch so ein bisschen irisch angehaucht. Finde ich ganz cool. Wie gesagt, mit dem Testprogramm. Hab das durchlaufen lassen und hab schon ordentlich Blut und Wasser geschwitzt, wie ich das gesehen habe. So. Aber FPS-mäßig ist das hier wunderbar. Und ich spiele auf hohe Einstellung. Ich hab's noch nicht auf Ultra ausprobiert, wenn ich ehrlich bin. Das muss ich dann mal so CDF machen, also zwischen den Folgen oder mal offline, wie sich das auswirkt. Aber auch das ist die hohe Einstellung und das läuft ziemlich gut. Durchgängig auf 60, 70 FPS. Also sie haben die Burg ein bisschen erweitert, will ich jetzt nicht sagen. Aber wir sehen das ja gleich. Wir fahren mal rüber. Links übrigens die Hindenburg. Nee, Quatsch, war ein Spaß. Aber ein kleiner abgestürzter Zeppelin. Das soll so ein bisschen hier britisch angehaucht sein. Da ist der andere Zeppelin. Der fliegt das ganze Gefecht über unseren Köpfen, wirft Wasserbomben. Nee, Quatsch, das wäre ein Spaß. Die Gegenstände können werden mittlerweile, haben eine andere Zerstörungsstruktur jetzt. Zack, fliegen die Teile auch mal ein bisschen auf der Map rum und können auf deinem Panzer noch liegen. Aber was ich schade finde ist, aber ich glaube, das würde dann auch zu sehr, hier sieht man das, würde zu sehr die Grafikkarten beanspruchen, dass die Gegenstände nicht liegen bleiben. Die despawnen nach einer Weile. So, das Map-Ende wird mittlerweile durch so eine rote Mauer hier angezeigt. Wie gesagt, jetzt haben sie hier so eine riesen Burg hingestellt. Das ist sozusagen die Vorburg. Und auch die Kettenläufe. Aber das gab es ja schon. Aber es ist alles ein bisschen detaillierter, ein bisschen getreuter. Gerade, ich hoffe, wir kriegen nachher nochmal eine Schneemap, dass ihr euch das mal auf einer Wintermap angucken könnt, am Anfang des Startes. Okay, die IS-7 gondelt hier rum. Natürlich gondelt sie hier auf der Medline rum. Macht man so als Kackbuhn. Aber, ups, bei dem Update ist halt, man merkt halt auch, viele Leute gucken sich das Spiel wieder an, wollen es wieder spielen. Und das sind auch die Leute, die halt immer nur mal so aus Spaß spielen. Und das merkt man auf jeden Fall. Ich meine, ich spiele das auch aus Spaß, aber halt öfters dadurch. Die Mauer geht, glaube ich, nicht zu zerstören. Ich war hier drüben. Ist doch noch nicht gewesen. Ach, wie so ein Anfänger. Okay, ich treffe meinen eigenen. Beim Zurückfahren, weil er in dem Moment gerade vorfährt. Es tut mir leid. Aber hier kommen wir nicht mehr weit. Das hat keinen Sinn hier. Das ist mir zu blöd. Stehen da alle schön halt down und wir
Wir Vollidioten, wir machen uns hier kaputt, wie der E50 zum Beispiel. Das wird nix. Das ist nicht abendfüllend. Da muss ich mich noch eher mal ein bisschen anpirschen. Weil der WZ kommt entgegen und kriegt da mal eine schöne Kelle. Hallo! Ja, damit hat er nicht gerechnet, der Kleine. Der Striff hier noch. Der wird auch noch ein bisschen schwach. Kommt da noch ein Jagdjäger angegondelt, ey. Mein. Der ist wieder runtergefahren. Können wir den Jagdjäger dann von der Seite gleich mal eine mitgeben, wenn der da so angegondelt kommt? So voll motiviert. Nein. Wie ihr auch seht, da steht Panzerung nicht durchschlagen. Das zeigen die jetzt auch immer an. Finde ich sehr nett. Die ist allerdings durchschlagen. Ach, Arti, na klar. Der Jagdjäger da, der macht mir Sorgen. Und er trifft. Natürlich trifft er. Oh, nee. So, hier sind wir auch überfordert. Gegen so einen Jagdtiger, das macht keinen Spaß. Der haut uns aus den Angeln da. Mit seiner 670er Kelle und hinten braucht unser Objekt ein bisschen Hilfe. Guck ich mal, dass ich da ein bisschen mithelfen kann. Also das ist jetzt keine großartige Runde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich Trottel hab vorhin schon mal eine Aufnahme gemacht. Allerdings vergessen, mein Mikro einzuschalten. Da war die Runde mit 1,6 Schaden deutlich besser. Aber hier ist jetzt gerade ein bisschen traurig. Nein, 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 nein. Das ist 13,90. Ich wollte mich eigentlich hier hochmogeln, aber so nicht. Aber die Runde ist so schon. Also wie gesagt, es macht zurzeit spielerisch. Grafik, klar, Grafik ist das voll geil, aber spielerisch macht es echt zurzeit keinen Spaß. Weil hier Leute rumgondeln, die wahrscheinlich alle 5 Monate mal einmal spielen. Und das merkt man halt auch. Scheiße. Scheiße, ja, Gitter. Ich krieg den nicht. Ich krieg den nicht in seiner Schwachstelle da gesetzt. Ja, das war's. Und da kam der JT angegondelt. Eieieiei. Ja, das Team wieder zum Wegrennen. Wobei wir jetzt auch nicht viel großartig gemacht haben, wenn ich ehrlich bin. So, bleiben wir drauf. Können wir ein bisschen. Guck mal, der E50M schiebt den Jagdjäger ein bisschen von hinten an. Die haben ein bisschen Spaß miteinander. Rums, ey. Loaded, so Artilleristigadora. Zack, getroffen. Fahrer ist kaputt, oder Arti? Das ist nicht so schlimm. Zwei Gunmarks auf der 212A, die hier in Rauch aufgehen. Schade. Also, wer jetzt gerade WoT spielen muss, oder möchte, muss mit vielen, Niederlagen rechnen. Die Winrate ist irgendwie gerade ein bisschen so im Keller. Aber okay, gut, das ist ja nicht so der Brüller. So, super. Hauen wir mal so eine Objektrunde rein und dann noch eine Arti-Runde. Und mal gucken, was wir dann so für schicke Maps kennengelernt haben. Ne? Das war jetzt schon mal Redshire. Jetzt schauen wir mal, was jetzt kommt mit unserem geilen TD. Ich hoffe, eine schöne Map. Vorhin war ich auf Paris. Aber wie gesagt, der Rosi, der alte Trottel, der hat das Mikro nicht angemacht. Also war die ganze Folge umsonst. Deswegen machen wir jetzt hier eine neue und gut ist. Klippe! Für ein TD? Boah, griechisch. Auf Klippe bin ich ehrlich gesagt selber noch nicht gefahren. Hab ich gestern nicht bekommen. Aber ich finde es schön, dass er so griechische Musik hat. Das hat was.
Genau, hier so ein paar Ruinen. Archäologische Ausgrabungen. Der Hill ist noch da, oder? Ja, aber den sieht man jetzt gar nicht mehr so. Jetzt bin ich mal gespannt. Die Map haben sie auch ordentlich umgearbeitet. Aber anscheinend ist jetzt geradeaus der Hill eher befahrbar, oder? Mit den... mit der Akropolis da drauf. Ah, okay, wir lassen uns mal überraschen. Wir fahren mal mit hoch. So an sich, map-technisch unten hat sich eigentlich nicht großartig viel verändert. Also es ist immer noch die gleiche Ansicht von allem. Ach, da ist er, der Hill. Den sieht man von da unten gar nicht. Interessant. Da ist eine Ruhe. PvP wird da oben noch nicht viel großartig aufmachen. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein Scout jetzt hochgondelt. Und wenn, dann kriegt er gleich ordentlich eine vor die Mütze. Aber da fährt keiner hoch. Interessiert diesmal keinen. Nicht mal der LTDB, glaube ich. Und selbst wenn, dann ist er wahrscheinlich schon oben, aber dann hätte er uns ja aufgemacht. Das heißt, wir warten hier weiter. Was war das gerade für eine Einblendung? Oh, Flieger. Erstmal rumfahren, so ein bisschen die Umgebung angucken, ist immer interessant. Welche Art hier? Eine 12er. Komm, Ruhe, schau mal vor. Die M103 kommt jetzt von hinten, da musst du abhauen. Glaube mir, Ruhe. An deiner Stelle würde ich es tun. Du musst nach hinten weg abhauen. Oder bleib halt stehen. Ja, du fährst genau in die falsche Richtung, Ruhe. Blöder Heinz. Ja. Ist zu spät geflohen, mein Großer. Ich will hier aber auch nicht rüberfahren, weil dann macht's zack, 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 zack von allen Seiten und dann haben wir nämlich einen Zonk. Das gefällt mir auch nicht. Aber so an sich, also... das haben sie schon stark gemacht, diese ganzen Felsen rausgenommen und dafür diese, ja, schon fast Herr der Ringe-Style mit eingebaut. Mit Höhe. Die Ruder ist nicht penetrierbar. Ja, natürlich! Natürlich! Ich baue uns am T-54, den wir eigentlich aus den Angeln hätten kloppen müssen. Der hätte... Hallo TVP, ich habe dich schon gesehen, mein Freund. Keine Sorge. Können wir den LTDB hier raus? Ne, aber der Emil steht da noch hinter den Häusern. Irgendwann schlägt gleich mal die Arti ein, passt auf. Weil wir so gemütlich rumstehen. Traut sich nicht mehr. Der Emil könnte mal gucken. Das wäre ganz nützlich. Der gucken, Leute, ohne ein bisschen Schaden machen. Ach, wir sind mal mutig. Wo ging denn der Schuss hin? Ey? Bounce doch eh, Junge, Emil. Probier's doch gar nicht erst. Reicht doch. Aber der Petten da, der kann ruhig mal ein bisschen fressen jetzt. Solange ich Rückendeckung habe, ist alles gut, ja. Der Schuss ging wieder irgendwo. Ach man, es ist das jetzt hier, Freunde. Beschäftigt doch mal den hässlichen Petten da. Ey. Bin ich hier eigentlich als Scout unterwegs oder was? Mann, 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 Mann.
So was Nerviges. Ja, ein Strüff steht da hinten. Er muss Gold rotzen. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Ist klar. Nischt haben wir gemacht. Nischt! Ah! Rage Quit kommt später. Jetzt machen wir erstmal die Art hier. Ach, wirklich. Das war so eine Kackrunde, ganz ehrlich. Warum haben wir noch ständig solche Kackrunden mit drin? So, noch eine Runde Arty. Um euch mal die Leuchtgeschosse zu zeigen, die die Arty da so von sich gibt. Haben wir jetzt komischerweise nicht gesehen. Also angeblich ist es so, wenn man beschossen wird von der Arty, sieht man die Leuchtspuren auf einen zufliegen. Aber habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Ich trinke mal kurz was. So, wir haben Fjorde. Die Musik ist, glaube ich, dann ein bisschen nordisch angehaucht, denke ich mal. Also skandinavisch. Schön, wie das Wasser so reflektiert, die Sonne. Wasserfall. So, geh Chorus, geh mal hier aus dem Weg. Oh, die haben mir die Büsche weggemacht, die Säcke. Ah ne, obwohl da sind da noch zwei. Zwei, drei, vier. Muss mit reinhocken. Der Skorpion macht sich hier auch schon gemütlich. Das kann er auch gerne tun, aber ich glaube, wir fahren noch ein bisschen weiter auf die Landzunge, oder? Ja, ich bin nicht sicher. Komm, ich stelle mich hinter den Skorpion. Direkt dahinter. Und dann drücke ich ja Rums. Ja, mal gucken, ob das hier was bringt. Sieht schon ein bisschen gefährlich aus, wie wir da stehen. Aha. Was ist denn das hier für ein Weg? Das ist mir neu. Ach, man kann jetzt hier hochfahren. Interessant. So, die Objekt 430. Ich habe gehört, die hat noch ein bisschen. Jawoll! Der Elik, der Kleine, der traut sich was. Machen wir mal die andere Ansicht. Und guck mal. Alter. Der nervt. Kommt da nicht hin. Angeblich kommen wir da nicht hin. Ich hasse die andere Ansicht. Mit der kannst du nicht arbeiten. Bei einem Skappenbot, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Robot war oder so, da gab es eine andere Arty an sich, die war deutlich besser. Kann man den Elektra mal rausknispeln oder warum stirbt hier unser ganzes Team schon vor sich hin? Ah, oh, meine Fresse. Ich komme da nicht hin. Jetzt geht er wieder zu. Der Elektra geht mir da ein bisschen auf den Keks. Ein Löwe. Ja, schön, dass die Heavys da hinfahren, ne? Seit. Das ist wieder Bobfahrertag heute. Aber ihr habt Leuchtenschuss gesehen, ne? Zack! Hier können wir so wenigstens noch ein bisschen bearbeiten, glaube ich, in der Stadt. Hier nicht, hier kommen wir nicht rein. Der Löwe zurückfährt höchstens. Aber da muss er weit zurück. Fahren sehe ich gerade. Kann man ganz leicht hängen bleiben, ja, sehe ich. Type 4, den können wir bearbeiten. Das Problem ist ein Type 4, den bearbeiten wir 3-4 Mal, bis dahin ist er schon da.
Wenn die wieder aufgehen, ne? Alles klar. Wer auch immer mich hinten spottet, das war mein Todesurteil. Sinnlos. Die Teams, Alter, ey. Jung, 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 jung. Ja, campt hier noch eine Runde rum, Freunde. Macht er stark. Habt da schön verkackt hier oben. Also es ist wirklich ein nervenaufreibende Zeit gerade. Aber na gut. Da muss man halt durch jetzt lurch, ne, wenn man Frosch werden will. Komm, stopp wenigstens mal ein bisschen schneller jetzt hier. Wir haben noch, ne? Die Folge soll ja nicht mitten im Gefecht aufhören. Rums, rums, los jetzt, wascht hier mal rein, Freunde. Was ist denn los? Klein nur vor die Mütze. Machen die jetzt Noobcap da hinten oder was? Ist das denn ja ernst? Ah, ich wollte gerade sagen. Die 50M hat doch bestimmt noch Bock. Der wird jetzt hier noch auseinandergeknipst. Super! So, haben wir jetzt 3 Spiele, 3 Niederlagen? Kann das sein? Ist natürlich stark für eine Aufnahme. Aber okay, das ist mir Latte. Ihr seht ja, wie es zustande kommt. Oh ne, Clipper haben wir gewonnen. Ach ja, stimmt, Clipper haben sie uns ja rausgeknispelt ohne Schaden. Macht sich bestimmt gut in der Statistik. Alles klar, gut, okay, dann habt ihr schon mal ein bisschen so einen Einblick gehabt, wie es jetzt hier bei WoT aussieht. Ja, warte, ich mal eine schöne Sonne hier so reinblenden lassen. So. Wie gesagt, also man kann auch noch in den Einstellungen, da ist jetzt gerade mein Interface davor, sollte trotzdem gehen, ja. In der Grafik kann man noch konfigurieren. Wie gesagt, es gibt einmal aus, dann ist es ganz normal, ohne irgendwas. Dann kann man 1940er Kinofilm machen. Aber es ist nicht nur in der Garage so, das sage ich jetzt gleich von vornherein. Es ist wirklich, auch im Gefecht sieht das dann so aus. Und das finde ich ein bisschen blöd. Stumm, Kontrast, weiche Farben, fotochromatisch, weich, was ich sehr schön finde. Zufall. Zufall wechselt natürlich immer ständig, was ich aber jetzt auch nicht so günstig finde. Also weich oder Kontrast finde ich schon sehr schön. Wir bleiben mal bei weich. Hat schon was, oder? Hier so ein bisschen. Blümchen davor. Ich kann jetzt leider nicht sagen, was das für welche sind. Ich hätte gesagt Flieder, aber der sieht so klein aus. Im Hintergrund sitzen die Leute am Lagerfeuer. Also das haben sie schon schön gemacht. Also, wenn ihr davon mehr sehen wollt, ladet euch das Spiel runter. Es ist ja kostenlos. Und haut in die Tasten und in die Maus. Bis dahin dann. Euer Rosenholz. Tschüssi.